Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Herleitung eines ganz bekannten Zeigerdiagramms, nämlich dem Zeigerdiagramm des Drehstromsystems. In dieser Form, wie wir es hier im fertigen Produkt sehen, wird es ganz oft angegeben. Allerdings ist es gar nicht so einfach zu verstehen, wie dieses Zeigerdiagramm zustande kommt und wie es damit auch zu lesen ist. Und genau darauf gehe ich in diesem Video nun näher ein. Zunächst betrachte ich dafür noch einmal den Aufbau eines Drehstromsystems, wie es in Westeuropa aufgebaut ist. Das Drehstromsystem besteht ja aus drei Spulen, die um 120 Grad versetzt im Generator angeordnet sind und in denen jeweils eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 Volt induziert wird. Tatsächlich ist das in den Netzen natürlich in aller Regel die Sekundärseite eines Drehstromtransformators. Ich kann es hier aber tatsächlich als Generator auffassen. Die Enden der drei Spulen, in denen jeweils 230 Volt Wechselspannung induziert wird, werden als sogenannte Außenleiter L1, L2 und L3 in die Anlage geführt. Die anderen Enden werden kurz geschlossen zum sogenannten Sternpunkt. Und diese Leitung wird als vierte Leitung, in diesem Fall mit N beschriftet für Neutralleiter, in die Anlage geführt. Außerdem besteht ja in der Anlage auch immer noch ein Schutzleiter, der aber für diese Betrachtung keine nähere Rolle spielt. Es geht also in diesem Fall um die drei Außenleiter und den Neutralleiter. Diese drei Spannungen sind um 120 Grad zueinander phasenverschoben. Das drücke ich in diesem Fall dadurch aus, dass ich die Spannung U1 mit einem Effektivwert von 230 Volt angebe und einem Phasenverschiebungswinkel von 0 Grad, hier durch E hoch J 0 Grad ausgedrückt. Diese Schreibweise, die wir hier sehen, ist der sogenannten komplexen Rechnung entlehnt. Für uns ist aber hier nur wichtig, der Effektivwert 230 Volt und eine Phasenverschiebung von 0 Grad. Im Vergleich zur Spannung U1 ist nun die Spannung U2, die ebenfalls einen Effektivwert von 230 Volt hat, um 120 Grad Phasen verschoben. Und zwar um minus 120 Grad, wobei ich hier nicht näher auf die Rolle dieses Minuszeichens eingehe. Die Spannung U3 hat ebenfalls einen Effektivwert von 230 Volt und ist gegenüber der Nulllage um 240 Grad verschoben, um minus 240 Grad verschoben. Das heißt, dass diese drei Spannungen jeweils eine Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander aufweisen. Bedingt durch diese Phasenverschiebung, die diese drei Spannungen zueinander haben, kann man nun zwischen den Außenleitern L1 und L2 die Spannung U1-2 mit 400 Volt messen, entsprechend U2-3 mit 400 Volt und U3-1 ebenfalls mit 400 Volt Effektivwert. Ich weise hier auf ein Video hin, in dem ich diese Tatsache, dass 400 Volt dabei entstehen, näher erläutert habe. Allerdings kann man das auch aus den Überlegungen in diesem Video durchaus schließen. Wir haben es also insgesamt hier mit sechs Spannungen zu tun. Die Spannung von L1 zum Neutralleiter beträgt 230 Volt, Phasenverschiebung 0 Grad. Die Spannung an L2 mit U2 beschriftet zum Neutralleiter, ebenfalls 230 Volt, Phasenverschiebung minus 120 Grad. Die Spannung an L3, U3, 230 Volt, minus 240 Grad. Und drei Spannungen mit A 400 Volt Effektivwert. Welche Phasenverschiebungen weisen diese drei Spannungen nun zueinander auf und schließlich auch zu den Phasenverschiebungen dieser drei Spannungen? Genau das wird in diesem Video deutlich werden und genau dabei wird das vorhin schon gezeigte Zeigerdiagramm entstehen. Zunächst habe ich aber in diesem Bild nochmal die drei sinusförmigen Wechselspannungen dargestellt. Die Spannung U1 hat keine Phasenverschiebung.
Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich zu Beginn der Betrachtung hier einen Nulldurchlauf habe vom negativen Bereich zum positiven Bereich. Das ist also die sinusförmige Wechselspannung U1. Um eine Drittelperiode dazu verschoben, sehen wir nun die Spannung U2. Man kann das an den Maximalwerten sehr gut erkennen, dass die Spannung U2 der Spannung U1 um 120 Grad nacheilt. Und schließlich die Spannung U3, die wiederum eine Phasenverschiebung von 120 Grad zur Spannung U2 hat. Und auch eine Phasenverschiebung von 120 Grad, man kann das hier so gerade noch erkennen, zur Spannung U1. Diese drei Spannungen U1, U2 und U3 sind nun hier in einem ersten Zeigerdiagramm dargestellt. In der Länge des Zeigers spiegelt sich der Effektivwert wider. Und da der Effektivwert bei allen drei Spannungen gleich ist, müssen auch die drei Zeiger gleich lang sein. Die Spannung U1 ist hier in die 0 Grad Phasenlage gelegt. Ich lege also hier die horizontale Linie als 0 Grad Phasenlage fest. U2 ist darum um 120 Grad Phasen verschoben, U3 um 240 Grad, beziehungsweise in diese Richtung gesehen wiederum um 120 Grad. Das heißt, in diesem Bild kann ich nun die drei Zeiger der drei Spannungen A 230 Volt erkennen. Wie komme ich aber nun zu den drei Spannungen U1,2, U2,3 und U3,1, nämlich den drei Spannungen, die zwischen den Außenleitern L1, L2 und L3 existieren. Dazu schaue ich mir nun im Drehstromsystem die Spannung U1,2 an, die sehen wir hier abgebildet zwischen L1 und L2. Für diese Spannung kann ich nun einen Maschenumlauf angeben. Die Masche beginnt an dieser Stelle und muss daher auch an dieser Stelle enden. Der Richtungssinn dieser Masche ist beliebig. Es kommt am Ende dann eh das gleiche dabei raus, egal welchen Richtungssinn ich hier annehme. Ich habe nun diese Richtung festgelegt, das heißt, ich zähle U1,2, da es den gleichen Richtungssinn hat, positiv. U2 hat den gleichen Richtungssinn, ebenfalls positiv zu zählen. U1 läuft dem Maschensinn entgegen und ist daher negativ zu zählen. Und da ich nun an der Ausgangslage wieder angekommen bin, kann ich nun diese drei gleich 0 setzen. Dieser Maschenumlauf ist aber nur unter Berücksichtigung der Phasenverschiebung gültig, die diese beiden Spannungen zueinander haben. Denn sonst würde bei der Spannung U1,2 der Wert 0 herauskommen. Das ist aber völliger Unsinn, denn tatsächlich beträgt dieser Wert ja 400 Volt. Dass die Phasenverschiebung berücksichtigt werden muss, wird durch diesen Unterstrich aufgezeigt. Das heißt, ich kann nun diese Gleichung zwar umstellen auf U1,2 gleich U1 minus U2. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich nun einfach die Effektivwerte voneinander abziehen kann, denn dann würden ja 0 Volt rauskommen und das ist tatsächlich komplett falsch. Wie berücksichtige ich nun die Phasenverschiebung bei dieser Subtraktion? Um die Phasenverschiebung bei dieser Subtraktion zu berücksichtigen, muss ich nun diese Subtraktion im Zeigerdiagramm durchführen. Denn im Zeigerdiagramm spiegelt sich ja die Phasenverschiebung der einzelnen Spannungen zueinander wider. Das heißt, ich kann hier grafisch subtrahieren in diesem Fall. Für U1,2 gilt ja nun, dass ich von U1 U2 abziehen muss. Dazu gehe ich im Zeigerdiagramm her und verschiebe den Zeiger von U2 mit seiner Spitze an die Spitze von U1. Die Subtraktion führe ich also tatsächlich dadurch aus, dass ich diese entsprechende Verschiebung vornehme. Das Ergebnis dieser Subtraktion lässt sich nun vom Ursprung des Zeigerdiagrammes bis zum Ende dieser Struktur ablesen. Wir sehen hier das Ergebnis. U1,2 entsteht aus der Subtraktion des Zeigers U2 von U1.
unter Berücksichtigung des Phasenverschiebungswinkels, der schon in der Lage dieser beiden ursprünglichen Zeiger steckt. Dabei heraus kommt nun, wenn ich diese Länge entsprechend abmesse, ein Wert von 400 Volt für den Effektivwert von U1-2 und eine Phasenverschiebung von 30 Grad gegenüber der hier angenommenen 0 Grad Phasenlage. Das drückt sich nun in dieser Spannung hier aus, in dieser Beschreibung hier aus. U1-2 hat einen Effektivwert von 400 Volt und eine Phasenverschiebung von 30 Grad gegenüber U1. Entsprechend der Herleitung für U1-2 gleich U1 minus U2 kann ich natürlich nun auch Gleichung herleiten für U2-3. U2-3 ist gleich U2 minus U3. Man kann sich hier die ganze Sache an den Indizes sehr gut merken. Dazu habe ich eine Maschengleichung aufgestellt, die aus dieser Masche entsteht. U2-3 plus U3 minus U2 ist gleich 0. Umgestellt auf U2-3 ergibt sich diese Gleichung, bei der ich nun die Spannung zwischen den Außenleitern 2 und 3 aus den ursprünglichen Spannungen U2 und U3 herleiten kann. Die dritte Gleichung, die ich nun brauche, bezieht sich auf die Spannung zwischen L3 und L1, also U3-1. Dafür muss ich hier außen einen Maschenumlauf durchführen. Ich habe hier den Richtungssinn andersherum gewählt. Wie bereits gesagt, der Richtungssinn ist dabei unerheblich, weil beim Umstellen dieser Gleichung immer das Gleiche herauskommt. Wir sehen hier nun U3-1 positiv gezählt plus U1 minus U3 ergibt 0. Umgestellt auf U3-1 entsteht nun U3 minus U1. Wie bereits gesagt, muss ich nun bei dieser Subtraktion jeweils die Phasenverschiebung berücksichtigen, deshalb dieser Unterstrich. Ich habe es ja bereits erwähnt, dass ich hier nicht einfach die 230 Volt von den 230 Volt abziehen darf, denn das Ergebnis wäre tatsächlich völlig unsinnig, da die Phasenverschiebung berücksichtigt werden muss. Entsprechend kann ich jetzt natürlich hergehen und im Zeigerdiagramm die Subtraktion des Zeigers 3 vom Zeiger 2 durchführen. Dafür verschiebe ich nun den Zeiger von U3 mit seiner Spitze an die Spitze von U2. Als Resultat entsteht dieser Zeiger vom Ursprung des Zeigerdiagramms bis zum Ende dieser Struktur, die aus U2 und U3 besteht. Und es ergibt sich nun dabei wiederum durch Abmessen ein Wert von 400 Volt für den Effektivwert und einen Phasenverschiebungswinkel von minus 90 Grad, hier als E hoch minus J 90 Grad angegeben, beziehungsweise ein Winkel von, wenn ich in diese Richtung zähle, 270 Grad. Es ist völlig belanglos, ob ich hier E hoch minus J 90 Grad schreibe oder E hoch J 270 Grad. Die Lage des Zeigers ist die gleiche. Das Ganze kann ich nun natürlich weiter fortsetzen für die Spannung U3-1. Wir sehen die Subtraktion in diesem Bild. Ich muss nun vom Zeiger U3 die Spannung U1 abziehen. Dazu verschiebe ich den Zeiger von U1 wieder mit seiner Spitze an die Spitze von U3 und gelange zu dieser Struktur. Das ist also, wenn ich so will, U3. Minus U1. Das Resultat kann ich von dem Ursprung des Zeigerdiagramms bis zum Ende der Struktur ablesen. Das ist damit die Spannung U3-1, die wiederum einen Effektivwert, den ich durch Abmessen ermitteln kann, von 400 Volt hat und einen Phasenverschiebungswinkel von 150 Grad gegenüber dieser Nulllage. Damit habe ich nun tatsächlich die Zeiger der drei Außenleiterspannung U1-2, U2-3 und U3-1 ermittelt. Übertrage ich die nun in ein gemeinsames Zeigerdiagramm, in dem alle drei Spannungen den gleichen Ursprung haben, so sehen wir hier das entsprechende Zeigerdiagramm. Ich habe es hier also mit zwei Drehstromsystemen zu tun, die jeweils drei Spannungen enthalten, die um 120 Grad zueinander verschoben sind.
Diese drei Spannungen zwischen den Außenleitern haben einen Effektivwert von 400 Volt und sind zueinander um 120 Grad Phasen verschoben. Und die ursprünglichen Spannungen, jeweils gemessen zum Neutralleiter U1, U2 und U3, haben einen Effektivwert von 230 Volt. Die Zeiger sind entsprechend kürzer, das sind ja 400 Volt, und weisen ebenfalls eine Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander auf. Wenn ich so will, besteht das 400-230 Volt Drehstromsystem also aus zwei Drehstromsystemen mit zwei sternförmigen Zeigerstrukturen. Zu beachten ist hierbei, dass die Spannung U1-2 einen Phasenverschiebungswinkel von 30 Grad gegenüber dieser Nulllage aufweist. Die beiden Systeme zueinander sind also um 30 Grad zueinander verschoben. Nun ist es nicht üblich, diese beiden Zeigerdiagramme auf diese Art und Weise darzustellen, sondern könnte man ja auch nun hergehen und beiden Zeigerdiagrammen den gleichen Ursprung geben, was durchaus sinnvoll wäre, aber auch diese Darstellung findet man äußerst selten. Stattdessen ist es üblich, das Ganze so darzustellen, dass die drei Spannungen A 230 Grad zu einem gemeinsamen Sternpunkt geführt werden. Diese Darstellung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese drei Spannungen U1 und U2 tatsächlich mit ihren Spitzen, wenn ich so will, sich in diesem Sternpunkt treffen. Die drei Spannungen U1, U2 und U3 werden nun also tatsächlich so verschoben unter Beibehaltung ihrer Phasenlage zur Nullphasenlage, dass die drei Spitzen aufeinander zeigen. Das ermöglicht nun weiterhin auch, dass man in diese Struktur die drei Zeiger der Außenleiterspannung hineinzeichnet. Denn tatsächlich reicht dieser Zeiger U1-2 nun genau von diesem Ende bis zu dem Ende, wenn ich ihn denn parallel hier hineinschiebe. Dadurch erkennt man die Struktur der Masche, aus der U1-2 entstanden ist, in diesem Zeigerdiagramm genau wieder. Das entspricht also quasi der Maschengleichung, die ich ursprünglich aufgestellt habe, indem ich denn hier U1-2 hineinzeichne, kann ich nun einen beliebigen Maschenumlauf konstruieren, U1-2 plus U2 minus U1 gleich 0. Die Masche finde ich hier also wieder. Entsprechend kann ich nun den Zeiger U2-3 von U2 bis zu U3 zeichnen. Und das gleiche gilt natürlich nun auch für den Zeiger U3-1, der von 3 nach 1 führt. Insgesamt ergibt sich dabei dieses Zeigerbild, wie es in vielen Fachbüchern und in vielen Online-Artikeln anzutreffen ist. Wir sehen also hier die beiden Drehstromsysteme, bestehend aus U1, U2 und U3, jedoch nicht im ursprünglichen Zeigerdiagramm, sondern auf den Sternpunkt gebündelt und quasi als Maschenergänzung dazu hier auf die Außenkanten gelegt, die drei Zeiger des Drehstromsystems aus den drei Außenleiterspannungen. Ja, ich hoffe, ich konnte damit gut darlegen, wie aus den ursprünglichen drei Spannungen mit 230 Volt die drei Spannungen mit 400 Volt entstehen und wie man daraus dieses Zeigerdiagramm ableiten kann. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.